Ja, wir haben heute das Rotkreuz-Sozialzentrum in Kufstein eröffnet. Wir haben bereits in Wörgl ein Rotkreuz-Sozialzentrum, das sehr erfolgreich ist. Hier in Kufstein vereinen wir die Tafel und den Kleiderladen. Das sind zwar Erfolgskonzepte, die wir schon seit Jahrzehnten, kann ich jetzt mittlerweile sagen, betreiben. Also die Bevölkerung bringt teilweise die Kleider zu uns in den Kleiderladen. Teilweise haben wir auch Container aufgestellt, wo die Leute die Bekleidung hineinschmeißen. Lieber ist uns, wenn die Leute das direkt beim Kleiderladen abgeben, weil alles, was im Container landet, meistens zerknittert ist oder vielleicht auch dreckig wird und das können wir dann nicht mehr verwenden. Aus Liebe zu Menschen, so gesagt, dass wir die Liebe geben und auch zurückbekommen von Leuten. Und das ist für mich besonders schön, weil ich einfach freiwillig und mit großer Freude die Leute helfen kann. Nur weil das alles mit Freiwilligen betrieben wird, können wir diese Preise machen und das zu ganz geringen Preisen hergeben. Und da gebührt auch mal ein Dank allen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich da tatkräftig einbringen. Der Kleiderladen ist für jeden zugänglich. Wir freuen uns auch über jeden, der uns Kleidung bringt und dann natürlich auch wieder Kleidung abkauft.